Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar werden wir nur drei verschiedene Marinaden für Fleisch machen. Ich mache das Ganze heute am besten mit Hähnchen. Ihr könnt das mit irgendwie Rinderfleisch, Schweinefleisch oder Fisch machen. Wir werden das so machen. Ich habe jetzt insgesamt 1 Kilo gekauft, teile das in drei Portionen auf. Wie wir das Ganze machen, werde ich euch gleich zeigen und wir werden jetzt starten. Bam. Für das Ganze habe ich jetzt 16,75 € bezahlt. Die einzelnen Also wie viel die einzelnen Lebensmittel gekostet haben, blende ich euch hier irgendwo oben natürlich jetzt wieder ein. Diesmal habe ich den Kassenzettel nicht weggeschmissen, so wie beim letzten Mal, und kann euch das genauer sagen. Die Nährwerte von den einzelnen Marinaden stehen wieder unten in der Beschreibung, beziehungsweise werde ich euch einzeln einblenden. Wir blenden euch das einzeln ein, ich blende euch das einzeln ein und wir starten jetzt. Wir wiegen das Ganze jetzt hier ab, damit wir das etwas aufteilen können. Also die Waage so. Bei der ersten Marinade schneide ich einfach nur Würfel klein. Also Würfel klein. Würfel. Das sieht nicht ganz so ein Würfelchen. Check. Jetzt um die 300 Gramm, das mache ich ein Stück weg. Ich muss den Knochen dabei, das wollen wir nehmen. Um die 300 Gramm wiege ich jetzt hier ab. Brauche ich noch. Wo sind wir bei 335? Da fangen wir jetzt mit der ersten Marinade erstmal an. Das räumen wir jetzt erstmal zur Seite. Bei der ersten Marinade verwenden wir 30 Milliliter, ja 30 ml, wartet mal, wir nehmen 15 ml Öl, dann etwas Paprikapulver, am besten edelsüß verwenden, wenn ihr es ein bisschen scharf haben wollt, könnt ihr auch den scharfen verwenden. 2 Teelöffel kommen davon rein, macht das Ganze nach Gefühl und hier dann noch ein bisschen Salz, ich würde mal sagen so einen halben Teelöffel. Das Ganze einfach mit der Hand schön verrühren, damit die Marinade an dem Fleisch auch hart bleibt. Ich werde das Ganze wieder in der Heißluftfritteuse machen. Jetzt haben wir die erste Marinade eigentlich schon fertig. Lassen wir es kurz durchziehen und machen jetzt die nächste. Dann werden wir jetzt mit der nächsten Marinade weitermachen. Brauchen wir wieder 330 Gramm Fleisch. Hier werde ich jetzt das am besten im Ganzen lassen. Jetzt sind wir schon bei 400. So. Und jetzt. Zu viel. Ja, ungefähr. So. Jetzt haben wir hier wieder ungefähr 330 Gramm. Dann geben wir am Anfang einen Teelöffel Honig rein. Dann nehmen wir 2 Teelöffel Currypulver. Etwas Ananassaft. Und dann nehmen wir hier noch ein bisschen Ananasstückchen. So eine kleine Handvoll, würde ich sagen. Das reicht uns schon. Das schneiden wir jetzt klein. Oder ihr könnt das auch so machen, dass ihr die ganzen Zutaten, also wir nehmen noch ein bisschen Joghurt mit dazu, in Messbecher gibt, das Ganze mit dem Mixer einfach püriert und dann über das Hähnchen drüber macht, würde natürlich genauso funktionieren. Ananas rein, die Marinade wird etwas fruchtiger werden. Dann wieder einen halben Teelöffel Salz, nicht zu viel. Dann rühren wir das Ganze hier schon mal durch. Dann gibt man, schauen wir, 500 Gramm, 80 Gramm Joghurt, ungefähr so, ich habe jetzt nach Gefühl gemacht,
Jetzt wir das Ganze nochmal durch. So dass die Joghurtcreme oder Joghurtmarinade in der Creme schön am Hähnchen haften bleibt. Am besten, ihr könnt das intakt ziehen lassen, damit das im Fleisch einzieht und das Ganze noch besser schmeckt. So, jetzt haben wir die nächste Marinade fertig und dann würde ich sagen, kommen wir zu der letzten. Dann kommen wir jetzt quasi zu der letzten. Im nächsten hier nehmen wir wieder Joghurt. Ich lasse das Ganze wieder im Ganzen. Wir machen wieder 80 Gramm. Dann haben wir hier, ich habe jetzt zwei Knoblauchzehen, aber das wird zu viel. Geben wir einfach ein bisschen Knoblauch mit rein. Verdammt, so war das natürlich nie geplant. Geben wir wieder einen halben Teelöffel Salz rein. Genau, wir machen das noch mit Knoblauch. Bisschen die Zehe so eine Presse rein. Einmal pressen. Check, das reicht eigentlich schon. Dann ist die Olle rein. Oh. Je nachdem, wie knoblauchlastig ihr das wollt. Ich habe jetzt nur eine reingegeben. Bisschen Salz. Super. Von unserem tollen Basilikum hier was ab. Am besten ist, wenn ihr immer die großen Blätter abmacht, dann wächst das hier wieder neu nach, die ganzen Triebe. Und ihr könnt immer wieder was abmachen. Sagen wir, machen hier so eine kleine Handvoll. Das reicht schon. Check. Ich mache kurz mein Schneidebrettchen. Schön runterkommen. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen klein in der Basilika. Dann kann man das in die Schüssel mit rein. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt ist spontan. Das ist mir vor uns beim Einkaufen nicht eingefallen. Noch etwas Rosmarin mit dran zu machen. Wir machen jetzt hier, ich würde sagen, zwei Teelöffel rein. Ihr könnt den Rosmarin auch noch mal vorher ein bisschen mit Butter anbraten, damit der Geschmack einfach noch besser rauskommt. Dann marinieren wir das wieder schön ein. Und schon haben wir so eine leichte mediterrane Marinade. Also wir haben eine süße Marinade, eine herzhafte, was ein bisschen mediterran ist und dann was mit Paprikapulver, die schlicht und einfach. Also wir haben jetzt drei Marinaden, einmal mit Curry, einmal mit Paprika und einmal in der mediterrane. Und einfach nur den Nord. Das Ganze haue ich jetzt in die Heißluftfritteuse für 18 bis 20 Minuten bei 200 Grad rein. Wie das Ganze fertig aussieht, seht ihr gleich. Und ich habe noch eine Gurke dazu gekauft, weil wir waren noch einen Kartoffelsalat, also für mich und den Kameramann dazu machen. Und dann zeigen wir euch, wie das fertig aussieht.